So, mein lieben Freunde, mein Name ist J6, wir sind gerade hier in Frankfurt und hier gibt es so eine Ecke hier zwischen gestrandet und Reisende vor allem. Wir sind gerade am Frankfurter Hauptbahnhof. Da hinten sitzen sehr viele gestrandet. Also die, die hier auch länger am Start sind, so was ich meine. Die Crackies. Und dann gibt es auch so Polizei vorne, die rund läuft und Sachen abcheckt. Und ja, auf jeden Fall seht ihr hier so Frankfurt City so. Geht schon. Hier gibt es auf jeden Fall ein paar Crack-Ecken auch mit den Leuten. Aber solange die Polizei ja hier ist sozusagen, ist man auch sicher, sagt man so. Ja. Tja, ihr seht gerade, Routine für die Polizisten. Der Frankfurter Bahnhof schläft ja auch nie. Die ganzen Junks auch da in den Ecken an den Seiten. Mag ich hier nicht vorbeilaufen. Vielleicht mal so undercover. Aber ich wollte euch ja mal so zeigen, was um 0 Uhr 47 so auf dem Frankfurter Hauptbahnhof so abgeht. Ja. So ein bisschen Lifestyle an den Ecken. Ihr seht hier Jugendliche überall. Ein paar Jeans überall. Hin und wieder mal Polizei, was hier drumherum kreist. Und die Gegend so ein bisschen checkt. Ja, am Abend gibt es hier so Le Crobac, so ein bisschen Gebäck an den Seiten. Wenn die Leute aus den Bahnen kommen, können sie ein bisschen was zu essen holen. Ja. Auch ein paar Leute, die einen auch schief angucken, wenn man jetzt hier vorbeiläuft und filmt. Es gibt schon einige so. Einige ungewöhnliche oder besser gesagt Gestalten aus den Ecken, die einen anstarren auch. Ne? Frankfurt ist schon nicht ohne, ist nicht wie Berlin. Ich würde sogar sagen, es ist fast genauso schlimm wie Berlin. Ja? Zwischen Touristenwahnsinn. Vorhin habe ich noch Fußball gesehen. Fußballfans, die aus dem Nichts kamen. Gehen wir mal da weiter Richtung Polizei. Ne? Guck mal, hier wird auch geschrien und gechillt. Ja. Das sind Fans. Fußballfans. Ja. Hier sehen wir auf jeden Fall ein bisschen Müll auf dem Boden. Ist ja jetzt nicht schlimm. Frankfurter Bahnhof kennt man eigentlich. Heute haben ja auch Leute gespielt. Ich weiß bloß nicht mehr, wer das war. Ja. Ah ja, Frankfurt hat selbst gespielt heute. Okay. Gegen wem? Verzeihung, darf ich Sie fragen, gegen wem hat Frankfurt gespielt heute? Augsburg. Ah, okay. Danke. Ciao. Frankfurt gegen Augsburg heute. Ihr habt es gehört, Freunde. Ja, die Tonnen hier, okay. Ja, ist halt gut besucht, der Bahnhof auch, ne? Frankfurter Bahnhof ist nicht ohne. Vor allem, wenn wir da vorne jetzt rauslaufen würden, was ich natürlich jetzt nicht mache. Ich werde da an der Kamera rauslaufen, die Kamera unten lassen, nicht so auf mich gerichtet. Schauen wir mal ganz kurz, wie die Gleise hier aussehen, wie die, das Gleisbett, wie der Bahnhof so an sich wirkt. Da noch ein bisschen was auf dem Boden, hier noch ein bisschen was auf dem Boden. Ansonsten, ja, eigentlich relativ sauber hier. Ja, die Böen vor allem auf der anderen Seite hier. Wenn man reinzoomt, sieht man das ja. Im Vergleich zu Berlin noch eigentlich sauber. Es geht auf jeden Fall dreckiger. Das ist jetzt wirklich sehr sauber noch. Ein paar Pissecken an den Seiten, ein paar Crackies an den Seiten. Jetzt kommen auch ein paar Fans raus. Fahren nach Hause, glaube ich. Naja. Ja, hier gibt es schon ein bisschen was. Hier gibt es schon ein bisschen Elend, gibt es hier auch. Überall EC-Automaten auch zum Geld abheben. Ja, an den Seiten wird hier auch sauber gemacht. Ich finde sogar, dass der Frankfurter Hauptbahnhof viel sauberer als der Hamburger Hauptbahnhof zum Beispiel ist. Ich finde, der Hamburger Hauptbahnhof ist schon ätzend. Ja. Viel, viel dreckiger. Aber obwohl hier die Infrastruktur sieht ihr auch. Das ist der Frankfurter Hauptbahnhof, Freunde. Schaut mal. Deutsche Hauptbahnhöfe. Guckt mal bitte, wie das aussieht. Also wenn das nicht einsturzgefährdet ist. Ja, also hier sehen wir auch deutlich, woran Deutschland spart. Ne? Die Steuergelder gehen überall woanders hin, aber nicht in die Bahnhöfe zum Beispiel. Ja. Das ist schon heftig, wie die Bahnhöfe hier aussehen. Voll kaputt auch, ne? Am Pfeiler unten. Ja, das ist schon, guck mal, da ist ja nicht nur bei einem Pfeiler so gewesen, bei dem Pfeiler auch. Seht ihr das? Hier ist das auch so, Risse und das meine ich so. Bro. Auf jeden Fall. Der Pfeiler sieht schon besser aus, ne? Aber ihr seht, Frankfurt Hauptbahnhof ist nicht der neueste, Alter. Ne? Aber immer noch besser und sauberer als der in Hamburg. Ja.
Hier sind auch vereinzelt noch Dealers und G, da sind Leute auf dem Boden. Ja, hier muss man schon auch aufpassen. Hier Blättchen überall. Backpapier, seht ihr das? Damit rauchen die auch. Das hier. Alupapier, da wird auch geraucht. Das kennt man nicht anders, auch in Berlin. Aber das mal so. Gut, das bauen die jetzt alle um. Aber seht ihr so die Infrastruktur in Frankfurt? Ein bisschen komisch, wa? Allein der Hauptbahnhof auch. Ansonsten würde man sagen, in Ordnung eigentlich, ne? Frankfurter Hauptbahnhof übrigens auch einer der gefährlichsten Orte. Am Bahnhofsviertel entlang. Ne? Hier passieren auch immer viele Sachen, deswegen ist auch die Polizei dort. Das, was ich hier mache mit Filmen und so, ist eigentlich gar nicht ungefährlich. Ja? Viele labern ja sehr viel, aber probiert mal hier zu filmen am Hauptbahnhof. Lauft mal hier rum mit einer Kamera. Ich glaube, so einfach ist es dann auch nicht. Ich bin natürlich sehr vorsichtig. Das Gleisbild sieht natürlich aus. Geht eigentlich, ne? Geht eigentlich noch klar. So wie in Berlin so ein bisschen, ne? Geht noch. Das geht eigentlich noch dreckiger. Ne? Das geht eigentlich noch viel dreckiger, aber das ist okay so. Naja. Das sind übrigens die Regionalbahnen hier vorne. Ja. Frankfurt Hauptbahnhof vorne. So sieht das hier aus. Die Automaten sind eigentlich relativ okay. Die würde ich auch anfassen wollen, wenn ich mir selber hier was kaufen würde. Ja. Ist eigentlich zum Anfassen, sieht das noch sauber aus. Würde ich glatt noch machen. Ja, aber dann gibt es so Ecken, wo ich das nicht anfassen würde. Ja. In Berlin gibt es sehr viele Ecken davon, bei uns zum Beispiel. Na, WC. Naja, ist schon fast alles zu, auch hier an den Seiten. Gehen wir mal da Richtung McDonald's. Hier der Hauptausgang, da hinten nochmal. Da stehen halt die meisten Cracks, ne? Security. Deutsche Bahnsicherheit gibt es auch hier an den Seiten. Mhm. Also es ist immer was los hier auch. An den Ecken vor allem. Selbst die Information ist am Arbeiten. Die sind auch offen. Ne? Aber hier ist so ein bisschen so die Rush-Hour, so ein bisschen Mitte. Deutsche Bahnsicherheit auch am Start. Frankfurter Hauptbahnhof. 24/7. Brot würde ich mir jetzt nicht holen wollen, aber wir holen uns ein bisschen was Süßes. Aber hier Leute, ganz normal wie gewohnt, auch alle unterwegs, machen ihr Ding. Kollege mit Koffer. Was lustig ist, Information ist auch offen. Bei uns in Berlin ist nichts mehr offen an den Seiten. Vor allem nicht so eine Deutsche Bahn Informationsstelle. Ja, auch interessant. Frankfurter Hauptbahnhof, Alter. Hier noch ein bisschen Müll, ein paar Reste. Viel, viel Security hier, wirklich. Damit sie zusehen, dass hier nichts passiert. Hier nochmal ein paar andere Läden an den Seiten auch. Noch mehr Fans, die nach Hause fahren jetzt gerade auch. Ja, sehr interessant. Frankfurter Bahnhof, Freunde. Aus dem Nichts. Six wieder hier am Start. Ich habe einen kleinen Auftrag, seht ihr auf TikTok bei mir dann. Ich wurde hier gebucht, ich wurde eingeladen, nach Frankfurt zu kommen, um so einen Sandwich-Laden zu testen. Das wird der beste Sandwich-Laden weit und breit sein in der Stadt. Ja. Ich dachte mir, gehen wir mal hin. Ja, wurde ja auch alles übernommen, warum nicht? Also, weißt du? Von daher, alles cool. Hier geht es direkt nochmal zur S-Bahn. An den Seiten. Also irgendwie passiert ja auch irgendwie, keine Ahnung, viel auf einmal. Ja. Ich würde sagen, ich bin da. Ich bin gerade erst angekommen. Das ist so mein erster Eindruck hier vom Frankfurter Hauptbahnhof. Das war's meinerseits. Schaltet um zum nächsten Video, würde ich sagen. Ne? Ich mache heute noch ein paar. Vielleicht droppe ich das nicht heute am selben Abend, aber ja, müssen wir mal gucken. Je nachdem. Das ist Frankfurt Hauptbahnhof, Freunde. Ihr seht auch hier am Gestell, dass das schon ein bisschen älter ist, ne? An den Seiten auch. Dass dieser Hauptbahnhof etwas älter ist. Auch hier schön zu sehen. Ja. Diese alten Verzierungen und so, diese Art und Weise hier. Oldschool halt, ne? Naja. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war's meinerseits. Mein Name ist J6, All in the Mix. Danke euch fürs Zugucken. Tschüss. Wir sind draußen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal.